willkommen. Es ist Sommer und es gibt ein paar Sachen, über die ich euch updaten muss. Blaue Haare. Warum nicht? Zuallererst, das erste, was ihr seht, ist dieses extrem geile Shirt. Son Goku. Ja, Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT, später meine Kindheitsserie überhaupt. Geilstes Ding überhaupt. Und für dieses T-Shirt, da muss ich mich bei Max bedanken aus München. Den habe ich kennengelernt durch Franz während der Tuning World Bodensee. Also vielen lieben Dank für Max, der mir dieses geile T-Shirt aus München geschickt hat. Sehr, sehr geil. Ja, und ich trage das echt mit. Stolz kann ich nicht sagen, aber ich finde das geil, ja? Ich stehe dazu. Sagt mal in den Kommentaren, ob ihr das mal geguckt habt, ob ihr das geil findet oder nicht. Ich fand die Serie immer geil. Schon von Anfang an die ersten Serien. Dragon Ball Z war mega geil. Dann, bevor wir auf die Autobahn kommen, kennt ihr das? Living the Supercar Dream from Schmee 150. Und, ich glaube, da halte ich mal kurz an zu, weil ansonsten ist es ein bisschen gefährlich fahren und das ganze Zeug. Warte mal kurz. Halten wir mal hier kurz an. Und gleich fahren wir auf die Autobahn und ist das nicht mehr so geil bei 100 km/h. So, also. Schreiben wir mal kurz zu, weil da ist laut. Also, das Buch hier, das habe ich mir nicht gekauft, das habe ich bekommen. Und zwar von dem Herrn Schmee 150, beziehungsweise seiner Redaktion. Warum? Das findet ihr auf Seite 122 und 123. Deswegen. Dieses Bild ist von mir. Ja? Und das blende ich euch jetzt mal im Original ein, weil das ist nämlich ein Ausschnitt vom Bild. Also ich gehe ein bisschen näher ran. Ja? Und damit ihr mir auch wirklich glaubt, gehen wir hinten zu den Credits. Und bei den Credits seht ihr, wo ist es denn? Here we go. Wenn ich das Buch kaputt machen. Lamborghini Aventador bei Patrick 3331. Also bin ich in diesem Buch verewigt mit meinem Bild aus Dubai. Von dem Shoot. Ich habe auch ein Video geschossen von dem Auto. Das könnt ihr euch jetzt angucken. Das verlinke ich nämlich. War ein guter Bekannter von mir. Der hatte mehrere Autos. Habe ich mehrere Videos gedreht. Aber zudem habe ich ein wirklich geiles Video gedreht, wie ich finde. Und dieses eine Bild kam dabei raus. Und das wurde in dem Buch verwendet. Das heißt, Mr. Schmee 150 hat eins von meinen Bildern verwendet. Macht mich schon ein wenig stolz. Dann, was noch? Wir fahren jetzt nach Thun. Warum fahren wir nach Thun? Also Thun ist, by the way, nicht T-U-N, sondern T-H-U-N. Das ist auf halber Strecke zwischen Interlaken und Bern. Ja? Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. Für Leute, die es nicht wissen, es ist nicht Zürich, es ist Bern. Und da fahren wir jetzt hin, weil ich will mir einerseits eine neue Kamera angucken. Ich mache das mal hier zu. Ich will mir eine neue Kamera angucken, eine kompakte. Und will mir die mal anschauen und sehen, wie die ist. Das wäre die Canon G7X Mark II. Zweite Generation kam raus, neuer Prozessor. Schreibt mal, ob ihr die habt, was ihr davon denkt. Es ist wirklich eine gute Kamera, weil 1 Zoll Sensor. Also ist nicht dieses kleine Drecks-Kompaktkamera-Scheiß-Sensorgröße, sondern schon was Größeres. Nicht APS-C wie die EOS M, die ich habe. Also ich habe die M2. Deswegen überlege ich auch wegen der M3, wobei ich da lieber warte und mir die M4 dann kaufe, die dann irgendwann Ende des Jahres kommen sollte. Eventuell. Mal gucken. Keine Ahnung. Aber ich hätte gerne noch eine kompakte, weil die 6D, Canon 6D ist wirklich geil für Fotoshoots und wenn ich wirklich wohin fahre, wo ich die brauche. Die EOS M2 ist geil, weil kompakt, da kommt bald ein neues Makroobjektiv für raus. Das hole ich mir wohl höchstwahrscheinlich auch. Ist ein 28mm Makro für die EOS M mit LED vorne dran. Makro wollte ich immer am Anfang, habe ich noch nicht gemacht bisher, deswegen interessiert mich das sehr. Ja, aber halt ein neuer Prozessor ist eine gute Vlog-Kamera, 24 bis 100 mm von der Brennweite her, f1,8 bis 2,8 über die Brennweite hinweg.
und hat den neuen Digit 7 Prozessor. Also die allererste neue Kamera, Canon-Kamera, die den drin hat. Nicht mal die großen DSLR haben den im Moment. Die fahre ich mir jetzt anschauen. Aber bei Thun haben wir noch einen Motorradhändler. Und Motorrad ist immer noch so eine Sache, die mich sehr stark interessiert. Ich habe meinen Führerschein seit ich, keine Ahnung, 20 bin oder 21 oder sowas. Also schon ein bisschen länger. Habe aber nie eins selber besessen. Bin sehr viel gefahren. In Dubai habe ich auch Probefahrten gemacht. Unter anderem die Ducati Diablo, was extrem geiles Motorrad ist, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich cool. Die Super Duke 1290 von KTM war mir zu viel. Gebe ich offen zu. Ich bin niemand, der so eine Maschine beherrschen kann. Also ich fühle mich da nicht, ich möchte das irgendwie auch nicht. Ja, das ist ein geiles Ding, fettes Vieh, sieht mega aus, hat Power ohne Ende, aber ist mir zu mental, ja, zu mental. Das ist krass, das Ding. Aber auch eine 125er finde ich irgendwie geil. Also ich muss sagen, ich habe ein Angebot gesehen für eine KTM RC 125 und es ist ja weniger als mein Roller, weil mein Roller hat 250 schon. Ja? Den müsst ihr auch nochmal sehen, den stelle ich euch auch nochmal vor, jetzt wo das Wetter endlich mal geil ist. Aber irgendwie reizt mich so eine 125er. Ich weiß, die hören sich an wie eine Nähmaschine, aber irgendwie finde ich das geil. Ja? Und hier für die Berge wäre das wirklich geil. Ding fährt dann irgendwie 120 maximal. Also kannst du die voll aus, die ganze Zeit am Rev-Limiter fahren. Ja? Und ich glaube, das wäre echt geil. Ich habe die für 3.500 Franken gesehen. Normalerweise kostet die 5.500 oder so. Also wäre das noch preislich machbar irgendwie. Wobei nicht jetzt, weil es gab eine Änderung. Ansonsten, ja, wir warten noch auf die Folierung vom Auto. Da bin ich noch dabei. Wann wir das machen? Felgen müssen wir demnächst mal irgendwann auch machen. Fahrwerk müssen wir demnächst noch irgendwann machen. Also ist es schon ein bisschen preisig, da kommt was zusammen. Deswegen wird Motorrad wohl nicht diese Saison klappen, aber sich informieren kann man ja mal. Und da gibt es nämlich einen Honda-Dealer, einen KTM-Dealer und einen BMW-Dealer. Und apropos BMW, BMW ist interessant, die bringen nämlich dieses Jahr eine neue 300 Kubik raus, also 310 Kubik. G300, glaube ich, oder so, G310. Sieht interessant aus, neben uns fährt ein Zug, auch geil. Sieht interessant aus, BMW, natürlich nicht in Deutschland gebaut, leider. Ansonsten könnten den Preis von irgendwie 5.000 knapp Euro nicht realisieren. Keine Ahnung, was sie in der Schweiz kosten wird, also noch sind die Preise nicht bekannt, aber das ist halt so ein Ding, was mich noch interessieren würde. Eine BMW wäre schon geil. Was noch? Ansonsten Sommeruhr. Falls ihr euch fragt, es sind viele Leute, die fragen, Franz, was denn er für eine Uhr drin hat, was er für eine Uhr trägt. Das ist genau dieselbe. Ich habe sie aber in Gelb, ja, und mit Metallarmband. Er hat sie mit Gummiband und Schwarz. Ich habe sie ihm besorgt, weil ich meine so geil fand, habe ich ihm eine besorgt. Noch als ich in Dubai war. Ja, ansonsten finalisieren wir jetzt so langsam den November mit SEMA. Und ich mache kurz Pause, bis wir hinterm Tunnel wieder sind. Ja, also, hinterm Tunnel wieder zurück. Ich habe schon wieder den Faden wieder verloren. Jetzt seht ihr den Zug, der neben uns gefahren ist. Da, links. Aber, ja, was noch? Motorrad, das. Also, das Video mache ich jetzt, glaube morgen online. Ja, dann ist es aktuell. Ich habe noch sehr, sehr viele Videos, die ich euch noch nicht zeigen konnte. Ein Ferrari California, der alte. Auch schick, der neue ist geiler. Die werde ich euch noch zeigen. Also wenn ich irgendwie in der Zeit mal zurückgehe in dem Video, dann seht mir das nach, bitte. Ich habe einfach mehr gedreht, als ich online stellen konnte. Ja, und ihr werdet zwischendurch noch Monaco-Sachen sehen und noch ein Zürich-Video kommt noch, ein bisschen was von Italien kommt noch. Die Strecke zurück aus Monaco, weil ich einfach mal alle Tunnel aufgenommen habe, damit ihr mal seht, wie viele Tunnel es dort gibt für eure Supersportwagen, die ihr alle fahrt. Oder irgendwelche geilen Autos mit Auspuffsound, ja. Dann könnt ihr da richtig schön durchballern, durch jeden Tunnel. Und habe ich ihm einfach mitgezählt. Fand ich lustig. Ist irgendwann echt viel geworden, im Nachhinein. Aber das seht ihr auch noch. Und ja, also es kommen Videos, die sind schon ein bisschen älter. Aber die mache ich dann einfach so ein Throwback Thursday Video draus. Oder Throwback Wednesday, Monday, Tuesday, whatever. Ja? Also seht es mir nach, bitte. Ansonsten, was noch? Was noch? Was noch? Am Dach, Buch, das. Ah, genau. Motorola, habe ich News gehört. Die bringen ein
neues Razer raus. Und ich habe auch noch so ein Ding, warte mal kurz. Ich habe auch noch so ein Teil, weil ich die extrem geil fand. Ich habe mir das Ding für, jetzt halt euch fest, ich glaube, das waren 30 Euro bei der Post gekauft mit einer SIM-Karte. Und die, normalerweise sind ja diese ganzen SIM und Callia und weiß nicht, wie die Scheißpakete heißen in Deutschland, da sind die Dinger gesperrt. Aber die Post hat es geil gemacht. Die hat die Geräte verkauft mit der SIM-Karte, aber nicht geblockt. Das heißt, ich kann da meine SIM-Karte mit benutzen. Von Anfang an, und das fand ich so geil, habe ich gleich zwei von denen gekauft. Ich habe sogar noch irgendwo eine goldene Dolce Gabbana Edition davon gelegt. Whatever. Ja, ich hasse Dolce Gabbana, aber irgendwie fand ich dieses Gold damals geil. Ich glaube, das Telefon ist 10 Jahre alt mittlerweile. Apropos, also auf jeden Fall, Motorola wird eine neue Razer rausbringen, Generation, mit natürlich neuer Software und Kamera und schieß mich tot. Finde ich interessant, finde ich cool. Wobei ich trotzdem bei Apple bleiben werde. Ich mag mein iPhone und demnächst kommt der iPhone 7 raus. Das kaufe ich dann meiner Frau. Ich behalte meins erstmal noch weiter. Aber ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, das Razer. Also, ansonsten, habt ihr noch so ein Ding? Habt ihr sowas mal benutzt? Ich finde das immer noch geil. Einfach so, zack, aufklappen und wieder zu. Finde ich geil. Dann geben wir ein bisschen Gas hier. Und ja, ansonsten, es ist Sommer endlich. Das heißt, die Pässe werden jetzt aufgemacht oder sind schon offen langsam. Und wir werden mal die Wochenenden aufplanen müssen, damit wir über die Pässe fahren können. Ich bin irgendwann Mitte Juni in Lugano unterwegs. Ach, da gibt es auch noch ein Video vom Tessin, wo ich da in meinem Ferrari-Lamborghini-Händler war. Ferrari- und Maserati-Händler, das zeige ich auch noch jetzt irgendwann. Aber auf jeden Fall bin ich in Lugano unterwegs und vielleicht nehmen wir da auf dem Weg dorthin einen Pass oder vielleicht auf dem Weg zurück. Ich glaube, auf dem Weg zurück. Anstatt durch den scheiß Gotthard zu fahren, fahren wir oben drüber. Probieren wir das mal. Und da gibt es noch einen anderen Pass bei Andermatt. Ach, da kommt noch ein Video aus Andermatt. Ist auch noch. Also wie gesagt, ich habe extrem viele Videos, die ich noch zeigen muss. Aber ich mache das jetzt erstmal online, damit ich euch so einen Überblick schaffen kann, damit ihr versteht, wo ich, warum ein paar Videos älter sind und ein paar halt aus Monaco und was ich was noch kommen. Ja, ansonsten denke ich mal, das Video ist wieder schon lang genug. Das war's so vom Update her. Also nochmal Max, danke für das geile T-Shirt. Schmähbuch. Könnt ihr euch kaufen? Weiß nicht, also ich werde es mir mal durchlesen, also nicht alles und angucken und dann sage ich euch mal, was ich darüber denke. Auf jeden Fall ist geil, ich bin drin. Ja, hätte ich gerne, dass ich erwähnt worden wäre beim Bild, anstatt hinten, aber gut, das ist halt das Konzept, ist ja egal. Ist eine kleine Ehre, würde ich mal sagen, wenn man schon bei Schmäh in so einem Buch drin sein kann, finde ich geil. Ansonsten war es das jetzt gewesen. Also, subscriben, liken, teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, ja, die Folge war eigentlich schon vorbei, aber ich mache die einfach mal länger. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Prototype-Bike. Okay, weil, wie komme ich hier raus, da lang? Weil wir waren jetzt hier im Motorradcenter Thun oder irgendwie sowas. Und glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, ich sag mal, alle Jugendlichen, alle, wenn ihr unter 18 seid und kleine Bikes fahrt, dann darfst du ja 125 fahren. Oder jetzt A2? Weiß ich gar nicht. Nee, 125 aber offen. Und ich war ja schon mal hier gewesen und ich habe ja wegen der 125er KTM gesprochen. Aber was ich noch geiler finde als die, ist die MSX 125. Oder wie heißt die auf Englisch? Verdammt, ich hab's vergessen. Ah, ich hab's vergessen. Egal. Das Ding ist mega geil. Ich blende mal ein Foto von ein. Und die haben beide davon. Also die haben die alte noch hier stehen als gebraucht Occasion mit 500 Kilometern für 3290 Franken und die neue kostet 3790 Franken, also die weiße daneben, die ihr jetzt seht. Und ich finde die so geil, ich hätte mir jetzt endlich mal draufsetzen können, weil ich habe die nur online gesehen, ich habe mir die nie angucken können, also live draufsetzen. Das Ding ist so klein und so geil und so leicht, das macht bestimmt Fun und ich muss jetzt irgendwann die nächsten 2-3 Wochen hier mal für eine Probefahrt vorbeikommen, weil das Ding ist einfach nur mega geil. Ja, und ansonsten habe ich mir noch was gegönnt. Bang, ey. Bang. Canon G7X Mark II. Und da werde ich euch ein Review darüber machen. Weil die Kamera ist die Vlogging-Kamera schlechthin in der Welt. Also das ist eine, ne, die Legria Mini X, wegen dem Weitwinkel. Und das ist so die andere, sag ich mal. Und
ich werde jetzt, wenn das scheiß Wetter jetzt aufhört zu regnen, weil es hat einfach einen Platzring gegeben, eben gerade. Dann gehe ich gleich nochmal raus, mache ein paar Testshots und ein paar Videos und auch Vlogging-Style-Videos und dann stelle ich die euch vor, weil das Ding ist, glaube ich, wirklich sehr geil. Wie gesagt, die erste mit dem Digit 7 Prozessor oder Digic Digits, ja, hat 1 Zoll CMOS-Sensor, 1 Zoll Sensor, warte mal, wo steht das hier? Ja, 20,1 Megapixel, 24 Meter Wide Angle, also 24 bis 200, bis 100, 24 bis 100 mm, F1,8 bis 2,8, Wi-Fi, NFC certified und sieht einfach mal geil aus. Den Screen kann man jetzt auch nach unten klappen, man kann nach oben klappen zum Selfie-Mode und. Und das stelle ich euch in einem separaten Video vor, in den nächsten Tagen sogar. Also das Video ist jetzt, heute ist jetzt Samstag und das Video kriegt ihr dann irgendwann die Tage drauf. Ich mache es einfach mal am Wochenende jetzt und dann zeige ich euch das. Also, subscribe, liken, teilen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.